Das ist wieder kalt heute. Hallo, liebe Freunde, hier sind wir wieder bei MyTimeAdCentral. Ja, Frieda, bleibt die Lanze ab. Also wir haben ja natürlich Winter, wie immer. Man merkt zwar nicht mal so, weil manche Leute hier im Badeanzug rumlaufen, aber ja gut. Ist halt so. So, wir wollen hier nochmal ein paar Aufträge aufgeben. Ich brauche ein bisschen Fleisch, wir wollen noch ein bisschen kochen. Hallo. Jungfred, was hältst du von der Partnerschaft? Stell dir vor, du und ich gegen den Rest der Welt. Aber nicht so riskant, also stehst du. Ich meine, Crystal muss ja erstmal die Erlaubnis geben. Ja, du bist ein Held. Ja, natürlich. Wir sprechen erst mit deiner Frau und deinem Kind und fragen wir nochmal die ganze Bevölkerung. Ich bin nicht. Ich bin. Naja, gut, ich bin spät drauf. Sheriff! Miau. Nein, ich nehme deinen Fisch nicht weg. Den kannst du gerne behalten. Wer ist das denn? Unser rosa. Künstler. Gut, der ist. Ja, wie so ein Las Vegas-Sänger aus den 90ern irgendwie. Oder sagen wir eher. Gut, Miami Vice hätte mich vielleicht verhaftet. Gucken wir mal. Ja, okay, nett. Gut, warum nicht? Jeder hat einen Geschmack. So, ich würde mal ein paar Zutaten vielleicht noch kaufen fürs Kochen. So, von allem noch mal ein bisschen was. Ja, wir wollen mal ein paar neue Rezepte ausprobieren. Nehmen wir alles mal mit. Ich weiß nicht, was ich schon alles habe. Deshalb nehmen wir einfach mal von hier und da ein paar Sachen. Das kann man eh nicht gebrauchen. Farbe fürs Kochen, weiß man nicht, kann man auch gebrauchen vielleicht. Ja, die Industrie macht doch mal Farbe irgendwo rein. Verkauft dann das dann. Okay, ich kann so den Topf, das haben wir alles. So, Lampen kann man immer gebrauchen. Ja, warum nicht, ne? Ich kann mir auch nochmal boosten und so weiter. So, ein paar Sachen haben wir. Abgestorbene Äste brauche ich jetzt nicht. Huge. Ein paar grundsätzliche Sachen haben wir ja sowieso. Ach, du bist ja gar nicht mein Pferd. Nee, Wahrheit. Warum? Hä? Was? Was ist denn das? Chef? Dachte jetzt irgendwie ist Merle, hab ich irgendwie verwechselt. Ja, gut, der ist Versorgung machen. Lässt hier sein Pferd stehen. Okay, na gut. So, mitten auf der Straße. Gut, dass hier nicht so viel Verkehr ist. Hier kann sich auch sonst eigentlich kaum einer mal ein Reittier leisten, außer Logan, ich und der Sheriff. Ne? Ist auch komisch. Gut, aber die paar Meter kann man natürlich auch laufen hier. So, was haben wir hier noch Schönes eigentlich? Irgendwas, das sich lohnt? Aha. Ein Zangenzwerg. Gott, was finde ich denn die denn nochmal irgendwo? Hebebot, Movotron, maskierter Unhold. Jetzt hat Elsie wir den gekillt haben? Hat die sich mit denen angelegt oder was? Was hast du gegen die? Ja, gut. War jetzt nicht so unbedingt. Wer weiß, ob ich da in die Gegend nochmal komme. So, ich brauche aber ein bisschen Fleisch, wenn wir was kochen wollen. Machen wir auch Fleisch. Ich kann immer nur Hühner killen. Wüstenmonster, Rippenfleisch. Nee, ich brauche hier richtig Schnitzel. Und so. Ein bisschen mehr vielleicht. So, 6 müssten auf jeden Fall noch rauskommen. Da haben die auch mal was zu tun hier. Statt nur Steine zählen. Gut, Unschau macht das ja Spaß, aber ich weiß ja nicht. Was haben wir hier noch schönes? Lebhaftes Kätzchenstaubwedel-Dingelö. Das können sie auch irgendwie. Ich weiß es nicht. Also mit der Übersetzung. Der Speer der eisernen Fee. Hm. Ja. Das sieht bestimmt auch sehr interessant aus, dieser Look. Stufe 50, naja. Also so ein Ding haben wir ja im Grunde schon am Rücken. Blauer Himmeljagd mal gut. Der sieht auch lustig aus. Gut, aber ich brauche das Karussell, das ist eigentlich viel wichtiger. Da muss ich noch ein paar Mal Sandschlitten fahren und so, mir noch ein paar Tokens verdienen. Ich meine, das Ding hier hat ja auch gute Werte, oder? Das ist ja, was wir da im Rücken haben. Wo komme ich denn jetzt im Automatstart drauf? So, 50er. 379 Schaden. Das ist gar nicht, glaube ich, sogar mehr als das Ding da, was man da kauft. Also von daher, so. Ach, guck mal, Justice hat sein Pferd wieder gefunden. Haley Jones, aber will die eigentlich nicht mehr nach Hause? Vermisst die keiner? Also, okay. Ja. Kein Grund zu weiterer Ermittlung. Hier passiert eh nichts. Mein Gott. Wir haben alle schon besiegt. Außerdem habe ich 6 Tonnen Waffen in meiner Bude. Also kommt einfach zu mir. Oder wir jetzt zeigen ihnen einfach, was Logan so anhat. Und das schreckt sowieso dann jeden ab. Ja. Dann haben wir natürlich noch Owen. Hey Jenny, geht so, macht Schule. Hast du schon mal ein super intelligentes Kind kennengelernt? Das Wetter hier, ja. Das Wetter ist immer sehr beliebtes. Nein, die Reise im Osten, ich weiß. So long, Partner.
Ja, die Reisekosten. Wie sieht's denn aus hier denn eigentlich? Wir hatten ja nach unserer Party auch nochmal Punkte gekriegt. Für das wunderbare Essen. So, guck mal an. Jane ist unsere Freundin. Das ist ja schon mal gut. Aber noch keine gute Freundin. Da müssen wir mal ein bisschen dran arbeiten. Und was war? Ich glaube, bei Logan haben wir jetzt allerbeste Freunde. Eieiei. Gut, das muss ich noch überlegen mit dem Outfit, ob wir da allerbeste Freunde bleiben. Mit Verwendung von Dolchen kriege ich 5 Punkte zusätzlichen Schaden. Das habe ich noch gar nicht gesehen, okay. Da guck mal an, bei Sandy sind wir jetzt Gefährte. Okay, ja. Mir Schaden mit Dolchen. Na gut, interessant. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Jetzt kriegen wir denn mit Jensen einen Rabatt bei der Bahn oder was? Ach, bei ihm kriegen wir Verwendung von Speeren. +5. Also eigentlich egal, welche Waffe ich nehme, ich habe sowieso immer +5 wahrscheinlich. Hier auch Speer, das heißt, er hat neu. Warum denn alle, dass ich einen Speer benutze? Was ist denn hier los? Ausdauer. Verteidigungspunkte, Hugo. Ah, okay. Interessant. Huch, bin ich. Hier bin ich. Hey Sandy, wohin ist Mix? Was geht los, die Wüste los? Ja. Ja, da muss einer in die Wüste. Kannst du den mitnehmen? Sprich mit mir. Hallo, was ist los? Baum, 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 so groß und baumig. Genau, baumige Bäume. Da hinten wächst zum Beispiel so ein baumiger Baum. Der ist extrem baumig. Die baumeln doch so ein Blatt rum. Wächst hier eh vorher im Winter, okay. Ja, also. Den kannst du dir gerne mal angucken. Ups, jetzt. Der hat die Ruhe weg. Okay. Die Blümchen, die haben sie ja noch vergessen. Im Winter. Aber gut, hier blühten ja teilweise auch manche Blumen im Winter durch, weil es gar nicht mehr so kalt ist. So, haben wir noch einiges. So, gut. Und dann jetzt. Na, wie ist es so? Wuff, wuff, wuff. Du machst eine Kapitelspause, dann kannst du mal ein bisschen mitkommen. Elsie! Wieder Ausschau nach den Sternen zu sehen. Mit den Enden, dachte ich. Nee, ich hab nichts. Sorry. Wir müssen kochen, das ist die Hauptsache. Akazienholzplanken, schön. Was macht ihr denn mit den Dingern immer? Baut er sich eine neue Scheune? Muss man kein Akazienholz für nehmen. Ja, das erstmal noch machen. Ihr habt das Leder. Was ist perfekt? Na, wir wollten eh was. Nashornkaktus. Da habe ich nur noch 92. Gut, die können wir vielleicht entbehren. Aber auch nur ganz knapp. Ja, 478.000. Das wird eng. Okay. So, guck mal, nochmal können wir unser Grundstück ja nicht vergrößern, ne? Ich glaube, wir haben das Maximale vom Maximum erreicht. Eigentlich wird schon wieder zu eng. Das Haus passt gerade noch so hier hin. Das Schild ist auch nicht mehr da, ne? Schade. Wo? Ein Sandwurm. Wir brauchen ein größeres Grundstück, das geht nicht. Wir müssen Mr. Bus Haltestelle weiter ausbauen. Nicht wahr? Genau. Kannst du noch länger Gassi gehen? Hm, komm. Ja, schade, die Bushaltestelle ist auch so tote Hose hier so ein bisschen. Na gut, ich habe noch einen Sandwurm, aber habe jetzt genug. Na ja, Häschen, was macht ihr so? Läuft's? Und Tomaten geht auch schöner aus. Quack, quack, quack. Sind die Hasen gemacht? Nee. Die lernen jetzt auch Fremdsprachen, so. Die andere, so. Was ist hier los? Die Fische sind wieder aus, oder was? Hallo, Fischis. Das ist alles. Wir können aber die Abendsonne genießen. Naja, hier wird es ein bisschen versperrt vielleicht auch. Aber gut. Ich habe die Lampe. Das ist ja nicht. Nee, zu dir wollte ich jetzt nicht. So. Können wir hier noch schönes kochen? Wir müssen noch ein paar Sachen kochen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alle Zutaten dafür jetzt hier hätte, um da irgendwas zu machen. Kochtopf, Ofen, Wok. Schon lange nichts mehr Neues ausprobiert. Wir haben aber auch so viele komische neue Fische auch. Da müsste man ja auch irgendwas mit machen können. Schlammfisch, also. Na gut, hier, was man hier teilweise serviert, weiß ich nicht, ob man das niemals irgendjemand wirklich gerne essen wollte, aber. Nun ja, Cooking Pot. Das ist.
Reste gekocht. Dampfgarer oder Ofen. Hm. Was haben wir denn hier so alles eigentlich? Mehl. Kann man mit diesen Wollhets irgendwas machen? Ah, sie hat so viel Sandakulas, okay. Ach, hier die Lungenfische, da muss das auch irgendwas geben. Hm. Fisch und Mehl, ja. Gibt nur eine gute Kruste. Aber vielleicht eher im Ofen. Oder in der Pfanne, so quasi. Hm, was können wir denn noch da rein tun? Was Würziges? Was haben wir denn hier? Eier. Uffbohnen. Was macht man den eigentlich? Außer jetzt Spezialgerichte. Hm, für Fang Chili. Nubau. Ja, also manche Gerichte sind natürlich dann ein bisschen teuer, weil es sowas wie Knoblauch auch nur beim komischen, seltsamen Mann, unbekannten Mann zu kaufen gibt. Muss man mal Geld für ausgeben. Warum kann man keinen Knoblauch anbauen? Das ist eigentlich auch komisch. Da müsste man das nicht mal kaufen. Gut, die wollen, dass man Geld ausgibt, das ist klar. Man sammelt ja, ich habe ja auch schon viel zu viel, aber... Sehr würziger Fisch vielleicht. Pfeffer haben auch reichlich. Oh. Okay, gehackter Pfefferfischkopf. Hat man das nicht schon? Aha, okay, aber vielleicht mit einem anderen Fisch jetzt. Frisch und würzig gehackte Chilischoten über einen eingelegten Fischkopf gegossen werden. Das klingt schon lecker. Das Gericht ist würzig, belebend und sehr individuell. Belebend, aber nicht mehr für den Fisch. Individuell ist es bestimmt, da nicht alle Köpfe gleich sind, werden nur Bullen- oder Schlangenkopffische verwendet. Klingt aber lecker. Okay, gehackter, was gibt ihr denn? 165 Lebenspunkte alle 2 Sekunden. Oh, das ist aber nicht wenig. Muss man sagen. Alle 2 Sekunden? Also, ja. 15 mal 165 Lebenspunkte? Nicht schlecht. Kann man im Kampf schon mal gebrauchen. Müssen wir nur sehr viele Fischköpfe mitnehmen. Okay, da haben wir ja schon mal was. Bullheads. Okay, Bullheads. Die Karausche. Die meisten schwimmen in irgendwelchen Becken jetzt hier rum. Knoblauch. Chili. Ich habe sehr viel Chili. Dann haben wir noch reichlich Kastanien. Pilz dazu und so. Sieht aus wie Pfanne. Ich was weglassen. Das ist halt so Trial and Error hier, ne? Was haben wir denn noch Schönes? Ja, irgendwas, noch irgendwas soll ich ja auch schmecken. Oh, Kastanienfischköpfe! Oh, lecker! Alles mit Fischköpfen. Das ist doch so viel an diesem Fisch dran. Da muss man unbedingt die Köpfe essen. Eine dickflüssige, sirupartige, zuckerhaltige Kastaniensoße. Boah, die mit Paprika vermischt ist. Naja, eigentlich ist es Chili. Und über Fischköpfe gegossen wird. Normalerweise über einen Bullenkopf oder einen Schneckenkopf. Einen Schneckenkopf?
Okay, sie wärmt dein Herz und deinen Magen. Iss sie auf. Nom, 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 nom. Oder brech sie in großem Strahl wieder aus. Ich weiß nicht, das klingt nicht lecker für mich. Schneckenkopf ist auch eine, ich weiß nicht, ob es eine neue Fischart ist oder ob sie es falsch übersetzt haben. Schneckenkopf klingt für mich nicht lecker, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, gut, es ist alles Geschmackssache. Bullenschnecken. Okay, warum nicht? Gut, was haben wir denn noch hier? Karausche, Sandkarpfen, Lungenfisch. Fisch. Können wir mit denen auch was machen? Habe ich ihn schon reingemacht? Ja. Mehl. Vielleicht erstmal den Fisch ein bisschen klein hacken. Was haben wir denn hier noch? Norm, Chili, Pfeffer. Da möchte ich das lokalen Gewürz, das hieß. Sojasauce. Fisch, Koriander. Okay. Das hat nun gar nichts gebracht, danke. Das war auch nichts. Vielen Dank. Pfefferfisch. Wir haben Pfefferfisch gefunden. Minimaler Schaden plus 9%, maximaler Schaden plus 9%. Ah, also generell, der Schaden wird erhöht, halt für 30 Sekunden. Kann man im Kampf mal einsetzen, ja. Wenn man 100 Schaden macht und kriegt, also 50 bis 100 Schaden macht und kriegt auf beide 50 und auf die 100 jeweils 9% drauf, macht man auf jeden Fall mehr Schaden. Ganz logisch, so, für 30 Sekunden, ja. Und man ist ein paar... Ja, man ist ein bisschen fischlos, aber ein Wüstenschlammfisch oder Lungenfisch wird mariniert, gedämpft und dann mit Paprika und Chili bestreut. Anschließend wird er in heißem Öl serviert. Ein leckeres, fettiges Erlebnis. Ja, 4-9% mehr Schaden, das ist zwar nicht schlecht, aber kommt natürlich auch drauf an, was man für eine Waffe dann benutzt. Aber es ist auch ein bisschen teuer, weil ich kann diese Sisal-Pfeffermischung. Die muss ich dafür einsetzen. Die ist ja jetzt nicht gerade billig. Wenn ich nicht alles täusche, kriege ich die nur beim komisch rumwandernden Mann. Die kann ich ja selber machen, die Sachen hier. Die finde ich in den Pfefferdingern. Koriander. Die kann ich hier. Mysteriöser Mann kann ich auch noch kaufen. Ne? Die kriege ich vom Arbeitstisch. Die kann ich auch selber machen. Aber alles, was ich kaufen muss, treibt dann den Preis wieder in die Höhe. So ein bisschen. Weil hier diese Sandlauch selber züchten oder das hier in der Natur finden, dann ist es ziemlich billig, aber dann immer noch extra was kaufen müssen. Na gut, aber jetzt haben wir wieder was Neues noch gefunden. Mit diesem komischen Lungenfisch. So, da haben wir ja schon mal wieder was. Hier mal. Okay, also mit Zistanche kochen ist auch... Da kann man auch ein paar Gerichte machen, die haben auch gute Werte, aber das ist auch wieder sehr teuer, weil man hier auch nicht gerade viel findet, die Dinger. Also viel Sucherei in der Wüste, nur um dann so zwei, drei Braten zu machen. Da muss man es auch wirklich dringend brauchen, würde ich mal sagen. Oder weiß ich nicht. Von den Punkten her, diese ganzen Geschichten, die dich boosten und so. Klar, ist schön, mehr Schaden, mehr Gesundheit und alles, aber wie oft braucht man die dann wirklich, ne? Und einfach des Gefechts, am besten ist immer noch Heilung ganz schnell und... Ausdauer brauchst du sowieso, vor allem am Anfang. Nachher so ist das nicht mehr ganz so wichtig. Und fürs Kampf, für die Kämpfe, okay, für den Bosskampf, da kann man sich schon ein paar Sachen mal mitnehmen. Muss man natürlich im Eifer des Gefechts auch immer dran denken, die zu nehmen. Und das ist dann immer das Problem, dann hat man so viel dabei, dann heißt es, wie nehme ich denn da eigentlich? Also, ob das dann wirklich jetzt 3% hier, 5% da, ob das wirklich dann nachher bemerkbar ist, naja, ist so eine Sache. So, jetzt haben wir noch Karausche, aber hier nicht so viel, ne? Kann ich damit jetzt machen? Oder hätten wir mal eine Verwendung für die Dinger?
Einzigartiger Sandfisch. Also der springt ja durch die Gegend so. Ja. Eine Riesenschmerle. Ist ja eher was fürs Museum dann, ne? Kann man den eigentlich auch? Ne, hier steht nichts fürs Museum. Sonst König. Kann ich alle ins Museum tun, aber nicht den großen Wolfsaal, interessanterweise. Naja, gut. Geräusche. Was kann man denn damit machen? Ameisenhonig. Ja, wenn man sich hier vertut, dann ist natürlich auch das, die Zutat nachher weg, ne? Alpha. Am Kochen gute Wahl. Oder was? Nochmal schnell die Tomaten hacken. Oder nochmal was. Ja. Pfeffer, Tomaten. Oder Salz. Moderate können wir ja leider hier nicht machen. Oder? Kann aber auch sein, dass das gibt. Nix. Okay, das war nix. Okay. Tomatenrührei. Ein Gericht, das durch seine Einfachheit besticht. Oft ist das erste Gericht, das man lernt und manchmal auch das letzte, weil es in jeder Situation passt. Okay, das gibt 12 Ausdauer. Und das ist nicht viel. Aber gut, wenn man ganz am Anfang noch ist und hat relativ dann schon mal Tomaten angebaut und hat Eier genug, dann kann man sich so relativ günstig vielleicht hier ein Gericht machen, mit dem man, wenn man das Thema kocht, 25 Ausdauer wieder kriegt. Ob sich das lohnt, ist eine andere Sache. Ja, okay, ist aber immerhin haben wir was. Aber da fehlt dann extra einen Fischstang benutzen, Karauschen. Jetzt hat man nur noch Tomaten, Eier. Pfeffer. Nochmal Lauch. Okay, nimm die Essensreste. Danke, lecker. Oh, Tomaten-Eiersuppe. Die uralte Kombination aus Tomaten und Ei gekocht zu einer schönen Suppe. Es gibt niemanden, der das nicht mag. Genau, genau. Und was macht denn der Fisch dann da eigentlich drin? Ja, okay. Minimaler Schaden plus 12, maximaler Schaden plus 12. Also 12 Punkte, nicht 12%. 30 Sekunden. Naja, okay. Aber wahrscheinlich hätte ich den Fisch schon weglassen können. Hier wurde es überhaupt benutzt worden. Ich habe ja noch 2, also war das eigentlich überflüssig. Okay. Ja, okay. Das, ja. Ist sonst noch irgendwas, was man mit diesem Karausche-Ding machen kann? Habe ich die jetzt ja? Viel mit Sojasauce oder ähnlichen Geschmacksverstärkern oder so Fischsoße, Miso. Oder? Vielleicht mal Reis. Hm.
Wok vielleicht. So, hier ist ein Reis im Wok. Ja, Dampfgarer, oder? Ich habe schon wieder Essensreste gefunden. Ja, gut. Kochtopf. Oh, meine Karosche ist weg. Ne, da ist sie wieder. Na? Ich müsste das Ganze mal durchmixen. Oh! Feiner Fischbrei. Das sieht aber auch wieder mehr oder weniger appetitlich aus. Das ist grau. Perfekt sogar. Warum auch immer. Es gibt die minimalen. Perfekt. Minimalen Schaden plus 134, maximal plus 134. Ja, ist aber auch nicht schlecht. Sag mal, wenn deine Pistole 300 Schaden macht und es macht wirklich dann 134 dazu, ist das schon ein Hammer. Ein Brei, das Sandkarpfen oder Karauschen hergestellt wird. Aha, dann kann man auch Sandkarpfen nehmen. Danke für den Tipp. Das ist wahrscheinlich sogar billiger. Indem man sie langsam im Topf schmort. Frisch, süß und lecker. Fischbrei. Naja, gut, muss man übrigens nicht viel kauen, wahrscheinlich. Außer man hat Geräten mit drin. Eieieiei, okay. Also. Haben wir ja schon mal wieder einiges von hier hergestellt. Das ist hier gar nicht mal so schlecht. Da können wir direkt mal eine Party machen. Mal gucken, ob es die Leute dann übergeben oder ob es ihnen schmeckt. Da habe ich hier Pflanzenfasern. Oh, ich habe ganz viele Essensreste. Yummy, yummy. So. Der Rest kann den Boden düngen, sagen wir mal so. Ja, lecker, lecker. Macchiato, miau. Magst du auch noch einen leckeren Fisch? So gute Gerichte haben wir hier. Die sind zu teuer. Magst du Sandkarpfen? Davon habe ich genug. Plus zwei. Du weißt es nicht zu schätzen einfach. Ja, ich habe nicht immer eine Kalaschnikow für dich. Das ist nun mal schwierig hier. Ich komme hier nicht vorbei, mein Gott. So, Lamp, oh, die brennt. Na gut. So, Potatoes, wie geht's hier? Doodles, Doodles, alles okay. Noch Kartoffeln da. Ansonsten könnt ihr Fischbrei haben. Habe ich ganz frisch heute reinbekommen. So. Fehlt noch eine Lampe irgendwie. Jetzt sind die, Tür hier dauernd. Enjo, machst du das? Gut, dann haben wir heute eigentlich nur gekocht, aber okay, wir müssen aber ein paar neue Sachen haben. Ist ja auch nicht schlecht. So. Charakter Pfeffer, Fischkopf, gibt Lebenspunkte ganz gut. Tomatenrührei ist eher so, Oh, gut, ist günstig und man kriegt ein bisschen Ausdauer. Ja, ist aber nicht so wirklich so geil. Pfefferfisch, okay. 9% Schaden ist nicht übel. Feiner Fischpreis ist natürlich schon geil. Also 134 mehr. Wenn das wirklich sich so addiert, wie ich denke, dann ist das schon ein Hammer. Das hat eher was, dass man sich für den Bosskampf vielleicht auch aufhebt. Nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Dann haben wir noch Borsten. Okay, ja. Borstige Borsten. Pfefferfisch. Da haben wir schon mal wieder ein paar neue Sachen. Tomaten-Eiersuppe haben wir noch. Erhöht auch nochmal so minimalen Schaden. Okay. Aber vielleicht für am Anfang nicht schlecht, wo man noch nicht so viel gute Waffen hat. Ist das schon mal nicht so übel. Ich weiß gar nicht mehr, was wir für Zutaten hatten. Tomate, Ei ist nicht so teuer. Sonst noch was Neues hier? Nö, ist jetzt nicht markiert. Dann haben wir alles. So, gut. Aber wir müssten noch mal ein bisschen gucken, ob wir noch irgendwas mit den anderen Fischen und Fleisch, Sandfischen, geheimer Soße. Trefferquote. Noch andere Sachen machen wir jetzt hier. Außer den gehackten Fischköpfen dauernd. Interessant. Okay, in Perfekt gibt er 248 Lebenspunkte alle 2 Sekunden. Gourmet gehackter Fischkopf, das ist schon geil. Der normale nur 165, der ist auch nicht schlecht. Alle 2 Sekunden. Aber das ist schon Hammer, 248. Also das ist, ja... Wenn man die in so einer hohen Stufe bekommen kann... Ist das nicht übel? Da muss man allerdings auch für Glück verharren. Okay. Süßkartoffeln haben auch sehr viele. Naja, mal gucken. Vielleicht finden uns die Truppe hier mal ein bisschen Fleisch noch anbringt. Dann können wir da noch was mit ausprobieren.
und ein paar vegane Gerichte vielleicht noch. Ist ja auch noch möglich. Es muss ja nicht erstmal überall mit Fischköpfen sein. Boah. Na ja gut, dann haben wir heute hier Fred kocht, hier bei Fred Ramsey. Wir kochen uns hier durch. Leider hat der Herd nicht gebrannt, sonst könnten wir auch sagen, grill den Fred. Aber das machen wir heute nicht. Wir gehen jetzt hier in 2 Stunden ins Bett, weil dann Elsie schon müde ist. Die steht immer mit Fred auf, ist aber schon vor ihm müde. Keine Ahnung, wie sie das macht. Aber wir werden hier noch weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und bye bye. Ich habe das Feuerwerk angemacht, dann keine Ahnung, ist plötzlich losgegangen. Hui. Juhu! Arbeitsunfall.